Das dritte Curriculum, welches ich vorstellen möchte, ist das Curriculum Systemische Organisationsentwicklung und Change Management. In diesem Curriculum befassen wir uns intensiv mit der Gestaltung und Steuerung von Organisationsentwicklungsprojekten und Change-Vorhaben in Organisationen aus ganz unterschiedlichen Organisationszuständigkeiten und Rollen. Die innere Logik dieses Jahres ist, dass wir uns über die 6 Bausteine hinweg mit dem Spannungsbogen von Organisationsentwicklungsprojekten und Prozessen auseinandersetzen. Das heißt, von einer Beschäftigung mit Rollen- und Auftragsklärung, mit einer Diagnose, sich kundig machen in Organisationen, hin zum Thema Architektur und Design von Veränderungsprozessen, also dem Aufbau und der strukturierten Herangehensweise an solche Vorhaben, über einen Baustein zum Thema Kulturentwicklung, was die Schwerpunktsetzung auch des ISB im Bereich Organisationsentwicklung darstellt, hin zu einem Baustein Innovation und Veränderung in Szene setzen, also der Umsetzung von Organisationsentwicklung. Ganz wichtig ist an der Stelle, dass wir uns immer wieder damit auseinandersetzen, wie kann ein sinnvolles Vorgehen in der Organisation auch von unserer Rolle ausgehen, aus unserer Rolle heraus immer wieder betrachtet werden und wie können wir die relevanten Personen systemintelligent auf die Bühnen holen, die wir an den entsprechenden Stellen im Veränderungsprozess und im Organisationsentwicklungsprozess brauchen. Also eine sehr systemische Betrachtungsweise und das bietet sich idealerweise an für Personen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die auch diese Projekte draußen in der Organisation zu bewältigen haben, sei es aus einer internen Funktion, sei es aus einer externen Beratungs- und Begleitungsfunktion im großen Feld der Veränderungsvorhaben, welchen wir heute begegnen.